Aufstehen! Aufstehen, Männer! Heute ist ein großer Tag! Heute ist ein Feiertag! Was ist Feiertag? Am Feiertag wird nicht gearbeitet, da wird gefeiert! Da ruhen wir uns aus! Am Feiertag die Feier, mach! Am Feiertag die Feier, ach! Am Feiertag die Meier, ach! Jeder Arbeitsmensch, der schwer rabotiert hat, hat ein Recht darauf, er darf einen Feiertag machen! Wenn ihr später große Kultur habt, dann macht ihr sogar zwei oder vielleicht noch mehr! Verkürzte Arbeitszeit, langes Wochenende, Mitbestimmung und so weiter! Aber für jetzt sollt ihr mit einem Feiertag zufrieden sein und ihn richtig auskosten! Ja, mit diesen Worten begrüße auch ich euch herzlichst zu einem neuen Infovideo. Ja, diese Aussagen, ne, jeder hat das Recht auf einen Feiertag. Ja, begrüße ich jetzt nochmal euch, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Infovideo. Ja, bevor es jetzt wieder hier Schelle gibt, ja, ich weiß, am heutigen Tag arbeiten auch Krankenschwestern, Leute im Krankenhaus, Ärzte, dann Taxifahrer und andere Leute, die ich jetzt gerade vergessen habe. Fühlt euch von mir ja gegrüßt und ich danke euch, dass es euch gibt. Bäckereien, glaube ich, gibt es an verschiedenen Feiertagen, die aufmachen und so. Aber, wie gesagt, das war etwas, wo ich gesagt habe, das will ich irgendwann mal reinhauen. Und ja, wenn ihr euch fragt, aus welchem Film das ist, ist als die Frauen noch Dingenskirchens hatten, ich muss ja aufpassen, was ich auf YouTube hier sage, toll trieben es die alten Germanen. Nicht? Das sind so zwei Filme, die ich damals in meiner Jugend gern geguckt habe. Wild trieben es die alten Hunden und toll trieben es die alten Germanen. Müsst ihr mal gucken, ob es auf YouTube noch existiert. Das habe ich nämlich mal von YouTube runtergeladen. Deshalb ist die Bildqualität auch so schlecht. Und damit kommen wir quasi zum ersten Thema. Und zwar meine Bildqualität. Meine Bildqualität, man hat sich eigentlich schon oftmals beschwert hier so, ja, Bildqualität, scheiße. Ich habe gestern Historyline hochgeladen, eine 3-Stunden-Session und habe dann festgestellt, dass nach ungefähr 2-3 Stunden oder sogar 5 Stunden, ich müsste jetzt gerade nochmal lügen, ich glaube, es waren sogar 5 Stunden, es waren sogar, ja, 5 Stunden, ich glaube, um 1 habe ich es hochgeladen, war YouTube immer noch damit beschäftigt, die HD-Version des Videos zu rendern. Ich habe, als das Video freigeschalten wurde, nur eine 360er Auflösung gehabt. Deshalb, wenn ihr eine schlechte Auflösung habt von diesen Videos, Leute, geht hin, wartet bitte ein bisschen und habt ein bisschen Geduld und versucht es später noch einmal, um das Ganze in einer besseren Qualität zu sehen. Wenn ihr aber unbedingt diesen Content sehen möchtet, seid gewiss, dass es eventuell Content geben sollte, der nur in 360 CS verfügbar ist. Siehe mein Historyline gestern. Und ja, ansonsten freue ich mich ganz doll, dass das klappt soweit. Der Livestream letzten Samstag mit dem Amiga 500 war auch ganz nice. Dankeschön für alle, die mitgemacht haben. Der liebe Magnus, der so mit seinem Dinglich schon ein bisschen da rumgeturnt ist. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich einen Amiga-Livestream wieder machen sollte. Weil C64 ist einfach viel mehr. Ich habe auch eine Webseite jetzt gefunden. Was hast du gefunden? Die habe ich schon die ganze Zeit. Ich habe aber jetzt erst nochmal nachgeguckt. Da gibt es eine ganze Menge geiler Adventures. Das ist, jetzt habe ich natürlich die Seite nicht offen, oder? Oder? Doch, ich habe sie offen. German C64 Games. Also germanc64.de. Dort gibt es Adventures, Text-Adventures, Grafik-Adventures, Rollenspiele, deutsche Spiele, deutschsprachige Spiele. Alles sortiert, gucke ich mal ganz kurz. Deutschsprachige Spiele gibt es eine ganze Menge. Das Ganze ist von A bis Z durchgemacht und da gibt es nur deutsche Spiele, was ich ganz. Nicht nur deutsche Spiele, auch in anderer Sprache, auch Italienisch, Tschechisch und keine Ahnung. Also guckt euch da mal ein bisschen um. Link dazu in der Beschreibung. Da könnt ihr mal reingucken. Ja, da freue ich mich ganz tolle. Und ich glaube, ich habe einige Beschreibungen links vergessen. Ich müsste mal meine Videos durchgucken. Ja. Deshalb, ich hoffe, dass ihr euch den Feiertag genießen könnt. Bin ich gefragt worden, ob ich heute arbeiten sollte. Ich habe das Ganze abgelehnt und habe gesagt, heute möchte ich nicht arbeiten. Nicht, weil ich die Arbeit an sich nicht mag, sondern einfach, weil ich weiß, dass letzte Woche ist mein Kollege ausgefallen. Er hat seit Wochen mit Leistenbruch bei uns auf der Arbeit gearbeitet. Und ja, ich werde mal das Mikrofon ein bisschen nähern, dann brauche ich nicht so laut zu reden. Er hat mit Leistenbruch und machen wir so, dass es aus dem Bild ist. So.
Da jetzt aber hier, Entschuldigung. Er hat eine ganze Zeit ohne mit Leistenbruch gearbeitet. Ich war 2 Wochen lang im Bodendienst, weil der Bodendienst nicht besetzt war. Jetzt bin ich ganz allein im Hohn- und Bringdienst. Im Bodendienst sind normalerweise 2 Mädels. Da ist eine jetzt letzte Woche krank geworden am Freitag. Und ich sage mal so, der Super-GAU wäre jetzt, wenn es die zweite Person vom Bodendienst auch krank werden würde. Dann hätten wir nämlich ein flagrantes Problem. Das ist bei uns leider Gottes, wie soll ich es ausdrücken, falsch und ja, gehandhabt. Weil, wenn die Person jetzt auch ausfällt, haben wir so ein mittelschweres bis großes Problem. Warum? Ganz einfach. Ich bin der Einzige. Das hört sich jetzt wirklich blöd an. Es ist aber leider Gottes die Wahrheit. Ich bin der Einzige in der Frühschicht, der beide Dienste noch machen kann. Das heißt, ich bin der Einzige, der bei uns den Hohn- und Bringdienst machen kann, und ich bin der Einzige, der den Bodendienst machen kann. Es gibt sonst in der Frühschicht niemanden, der das kann. Das ist ein großes Problem. Ich kriege zwar jetzt am Mittwoch und am Donnerstag jemanden an meine Seite gestellt, den ich anlernen soll von einer Fremdfirma. Aber ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht ist es da jemand, der hat. Weil ich hatte schon mal jemanden von dieser Fremdfirma geholt, bekommen, den habe ich angelernt und dann hat er gesagt, oh, das ist ja richtig geile Arbeit, die macht richtig Spaß und so schwer ist die Arbeit ja im Großen und Ganzen auch nicht, man hat das ja geregelt und so weiter. Ich sage, ja, wenn du dich immer nach dieser Regel hältst, immer dich genau an diesen Zeitpunkten festhältst, hast du einen geilen Job. Ist so. Man hat dann einen geilen Job. War am Freitag echt extremst, die haben am Freitag alles rausgehauen. Ich habe am Freitag echt gemeint, also wir haben ja momentan nicht alles belegt, und es fehlt eine Station, die also ein Stockwerk fehlt. Das haben die ja komplett dicht gemacht. Und eine Seite zum Beispiel vom 3. Stock fehlt. Das heißt, wir haben nicht alle Stationen auf. Aber gestern wollte ich schon sagen, aber am Freitag, ja, ich dachte, das Haus hätte alle Stationen auf. Das Haus wäre voll belegt. Und der OP hat im 5-Minuten-Takt operiert. So viel Müll hatte ich schon sehr lange nicht mehr gehabt und so viele Wäsche habe ich auch nicht mehr gehabt. Das ist aber extremst gewesen und mein Kollege sagt immer so schön, ja, warte, das Wochenende, das musst du dir verdienen. Ja. Und jetzt werden einige fragen, warum machst du jetzt während der ganzen Zeit eigentlich hier dieses Hintergrundbild? Nun, wir haben ja im letzten Livestream gesagt, dass wir am nächsten Samstag Livestream C64 Might and Magic machen wollen, den ersten Teil. Natürlich in englischer Sprache, den gibt es nicht auf Deutsch. Und ich habe hier auf dieser Seite, wie gesagt, german64.de, habe ich so viele Spiele gefunden. Adventures, Rollenspiele, es gibt Text-Adventures, es gibt Grafik-Adventures, Text-Adventures, deutschsprachige Spiele, Rollenspiele. Und ich stand da so und dachte mir, boah, Alter, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja bei genauso geil wie c64games.de. Also wir haben da schon wirklich Seiten und csdb.dk haut auch jedes Tour irgendwelche Videos raus, irgendwelche Files raus, wo ich sage, oh, das ist ein geiles Grafikfile, das ist ein geiles Soundfile, irgendwo würde ich das gern zeigen, das Problem ist einfach nur, ich bin 45 Jahre alt, würde ich wirklich alles zeigen wollen, was aus csdb.dk kommen würde, ich würde das nicht schaffen, also ich würde da mit dem lieben Gott verhandeln müssen, dass ich noch ungefähr 50 bis 100 Jahre brauche, also. Und es kommen ja jeden Tag immer neue Leute dabei. Dankeschön für die ganze C64-Szene, die wirklich hingeht und dann sagt, ah ja, hier, auf geht's. Ja, deshalb, also ich finde das geil, ich finde das klasse. Und ja, es gibt also so Diskettenmagazine in englischer Sprache. SceneWorld, ich glaube Attitude ist auch in Englisch. Und die stelle ich nicht vor, weil mein Englisch recht blöde ist. Ich meine, wir haben es jetzt am Samstag im Livestream beim Amiga gesehen, als wir King's Quest hatten, als wir Police Quest gespielt haben. Ja, sehr schlecht, sehr schlecht. Ich habe auch vor, also ich habe heute vor, weil heute ist ja ein bisschen Zeit, heute habe ich einen Feiertag, habe ich vor, eventuell zu versuchen. Ich versuche Endzeit 3 zu beenden. Ich habe noch 2 Parts, also einer kommt jetzt nach diesem Video, kommt ein Part von Endzeit 3 und dann habe ich noch einen Part, der kommt nächste Woche, Montag.
Morgen geht es wieder weiter mit Might and Magic 3. Das ist was logisch an, heute eventuell auch wieder anzufangen. Beziehungsweise morgen werde ich es anfangen, dass ich morgen mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mache. Und dann versuche ich noch zwei, drei Parts aufzunehmen. Und ich versuche mal ein bisschen jetzt im Voraus zu arbeiten. Weil ich habe ja im Oktober Urlaub. Also diesen Monat habe ich Urlaub und zwar zwischen dem 17. und dem 21. Ich habe mir gesagt, da möchte ich eigentlich keine Videos aufnehmen. Ich möchte wirklich diesen Urlaub genießen. Ich möchte nochmal Filme gucken. Ich möchte wieder Serien gucken. Ich möchte wieder mal an meiner Xbox sitzen, weil ich habe schon sehr lange nicht mehr an meiner Xbox gesessen. Meine Ex-Freundin, mit der ich immer so ein bisschen zocken, der ich immer, die ich erwähnt habe, ne? Black Fairy, ne? Grüße gehen raus, Black Fairy. Wir wollen auch. Vielleicht hat sie ja wieder Bock und wir zocken dann jetzt so eine Runde was. Außerdem hat Blackberry in dieser Woche auch Urlaub, Geburtstag. Da muss ich auch noch ein bisschen Zeit haben für sie dann. Hoffentlich, denke ich mal. Mal gucken. Ja, und jedenfalls, da habe ich halt vor, nichts zu machen. Ich versuche aber trotzdem jetzt schon im Voraus aufzunehmen, dass ich dann während diesen Tagen immer nur das hochladen muss, was gerade da ist, oder dass ich halt in der letzten Woche hingehe und sage, okay, jetzt machen wir den Uploadplan, wir machen alles schon im Voraus, ich brauche mich dann in der Woche um nichts mehr zu kümmern. Das wäre auch eine Idee, das kommen wir jetzt auch zum Uploadplan, wo ich jetzt auch rübergehe. Ist immer schön, wie ich immer die ganzen, ne, Verwerfungen hier mache, also die ganzen Verknüpfungen mache. Und zwar, ich werde meine Videos jetzt abends ab 20 Uhr. Ich habe mir vorgenommen, 20 Uhr die Videos rauszuhauen, zwischen 18 und 20 Uhr. Also 20 Uhr ist eine gute Zeit, weil dann die meisten Leute schon zu Hause sind. Warum um 20 Uhr? Ich werde sie schon mittags hochladen, beziehungsweise nachmittags hochladen. Wir haben ja an History Line gesehen, wie lange es dauert, bis das Ding fertig gerendert ist, bis YouTube die HD-Version fertig hat und ihr das Ganze in guter Qualität sehen könnt. Wenn ich jetzt schon hochlade, ich sage mal nur als Beispiel, ich würde jetzt heute das Might & Magic Video von morgen hochladen und das für morgen freischalten, hat YouTube bis morgen Zeit, dieses Video in die HD-Version zu rendern. Und ihr, wenn ihr dann das Video seht, dann ist es in guter Qualität da und deshalb habe ich vor, das Ganze immer ein bisschen später hochzuladen. Ich glaube, das werde ich auch mal so machen, dass ich einen Tag vorher schon das Video produziere und einen Tag vorher schon hochlade. Das heißt also, ich werde heute das Might & Magic Video machen, das heute hochladen, dass es für morgen freigeschalten ist. Dann hat YouTube einen Tag Zeit, um sich das Ganze ganz gemütlich zu rendern und ihr seht es direkt von Anfang an in guter Qualität. Weil das regt mich jetzt langsam auf, dass ich immer wieder gesagt bekomme, das liegt an meinem Grabber, das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Es liegt nicht an meinem Aufnahmeprogramm oder an meinem Grabber, es liegt an YouTube. So, Punkt. Also alles in guter Qualität, bitteschön. Deshalb, lieber Schein, C64, es liegt also nicht an meinem Grabber, es liegt wirklich definitiv. Die Farbgebung, jo, die hängt definitiv an meinem Grabber, aber wenn ich jetzt hingehe und nur mal als Beispiel mir vom C64 mir das Basic-Bild hole, dann habe ich das in 5 verschiedenen Farbnuancen. Alles schon blau, hellblau, dunkelblau, aber in 5 verschiedenen Helligkeitsfarben. Also, ich bin nicht der Einzige, der solche Probleme hat mit solchen Farbgebungen. Also, das geht wahrscheinlich aber auch. Ach, mir hilft die Nase, ich glaube, es gibt Geld. Mein Lohn kam doch erst. Deshalb, ich denke mal, dass ihr da Verständnis habt, wenn ich das so mache. Ich werde also jetzt versuchen, wie gesagt, diese Videos vorher zu machen. Sollte, wie gesagt, mal ein Video nicht kommen, nicht böse sein, Leute. Wie gesagt, das ist mein Hobby und ich möchte das nicht zur Arbeit ausarten lassen, weil einfach Hobby. Ich habe das früher so gemacht, habe ich aber schon ein paar Mal erzählt. Das ist also jetzt quasi wieder eine Leier, die ich immer wieder erzähle. Ich habe das früher mal so gemacht, dass ich YouTube sehr viel quasi den Part übernommen lassen haben von meinem Leben, dass ich auf der Arbeit gesessen habe und gesagt habe, das ist es, ich muss sofort nach Hause, ich muss sofort ein Video produzieren, ich muss ein Video raushauen, das ist meine Pflicht. Nein, es ist nicht, es ist nicht meine Pflicht und das habe ich mir wirklich lange müssen einreden und es fängt wieder an, dass ich dann sehe und sage, jeden Tag ein Video,
Und ich versuche mich dann zu rechtfertigen, wenn kein Video kommt. Das ist ja der springende Punkt eigentlich, warum rechtfertige ich mich? Warum? Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wir gucken das mal ganz kurz ein bisschen hier rum. Und zwar mache ich mal YouTube neu auf. Das heißt, ich kann jetzt hier ein bisschen ruckeln. Vielleicht, eventuell, mal gucken. Ich versuche auch die Videoqualität des Dings zu ändern. Ich gucke mal ganz kurz auf den Tisch. Kann ich so nicht sehen? Doch, kann ich sehen, wenn ich daher gehe? Doch, ich bin auf 720. Ich bin auf 1280 mal 720 Pixel. So, gehen wir nun mal zum Beispiel mal unter meine Abonnenten. Moment, das könnte ich doch aber auch anders sehen. Gehen wir nun mal zum Beispiel der Tomaniac, der lädt ja mal regelmäßig hoch. Nur mal als Beispiel, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Wie gesagt, ich rechtfertige mich immer, dass ich hingehe und sage, wenn kein Video kommt, tut es mir leid. Und da stehe ich da und denke mir so, oh, Alter, es tut mir leid und so weiter. Ich kriege dann immer schlechtes Gewissen, was so blöde ist. Nehmen wir mal hier. Hier, Tentalion zum Beispiel hier. Tentalion Retro. Die haben vor 2 Monaten das letzte Mal was hochgeladen. So. Nehmen wir dann den lieben Suzuki. Wann hat denn der das letzte Mal was hochgeladen? Oh, das ist auch schon ein Monat her. So, und ich stehe da und wenn ich einen Tag nichts hochlade, krieg ich hier Dings. Also, sag's mir. Nein, ich wollte nicht. So, das lädt vor 11 Tagen. Also, der lädt ja auch nichts hoch. Regelmäßig. Und das ist es ja. Das ist das, was ich noch lernen muss, immer noch lernen muss. Und das ist das Geile an der ganzen Aktion, dass ich immer da stehe und direkt ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich kein Video hochlade. Hier der Matze, der Retro-Matze, Grüße gehen raus, vor 9 Tagen ist das hochgeladen. Und jetzt kommen wir zum Retro-Lutzer, ich glaube, der hat schon verflucht lange nichts mehr hochgeladen, der liebe Retro-Lutzer. Das ist verkehrt, vor 9 Monaten. So, und ich stehe daneben dran und denke mir so, nach einem Tag, ich habe nichts hochgeladen, so, ach, die Leute werden böse sein. Ja, Leute, das ist immer noch mein Hobby und das muss ich immer noch für mich klarstellen. Es ist ein Hobby und das ist das, was bei mir immer noch, also, wie gesagt, Videos werden kommen und Might and Magic mache ich weiter, gar kein Problem. Es gibt ja noch andere Projekte, wie zum Beispiel Maze of the Mummy, die ich noch weiter machen müsste. Theoretisch. Dann haben wir ja solche Projekte noch wie, was war's? Sam the Sorcerer 3D war fertig und ganz andere Geschichten. Ja. Und ich habe vor, das ist ja auch etwas so, Sonntag, meinen Strategiesonntag zu machen. So. Dann habe ich auch vor, wieder andere Konsolen mit auf meinen Kanal einzubinden. Das werden wir aber auch anders da machen. Und zwar habe ich das vor, ab diesem Monat, also ab Oktober so zu machen. Dienstag ist ja Mind and Magic Tag. Das ist dann quasi, der Dienstag ist halt PC-Tag. Und Donnerstag wird dann kein Mind and Magic kommen. Nee, Quatsch, Blödsinn. Donnerstag ist ja Games from Disc Mac. Freitag wird kein Mind and Magic kommen. Das wird nur noch einmal in die Woche kommen. Und ich werde mich dann nur noch an andere Konsolen dran begeben. Zum Beispiel. Freitags wird dann was anderes hochgeladen. Von anderen Konsolen. Wie gesagt, ich habe so viele Konsolen und würde gerne so viele Spiele zeigen. Aber die Woche hat zu wenig Tage. Der Tag hat zu wenig Stunden. Wenn ich hier alles zeigen würde. Und das ist ja das Geile an der ganzen Aktion. Wenn ich nur auf dem C64, nur alleine. Wir gehen nur von der Theorie aus. Ich würde nur für den C64 was machen. Selbst dafür würde meine Zeit nicht reichen. Es gibt so viele Spiele. Über die ganzen Jahre, über die ganzen Jahrzehnte gab es so viele Spiele. Unter anderem auch Müll, aber auch sehr gute Perlen, die daraus gebracht wurden. Und da stehe ich dann und denke mir so, also, wenn ich das alles zeigen würde und das alles durchspielen wollte, Leute, so viel Zeit habe ich. So alt werde ich nicht. Leider konnte es nicht. So im Sterbebett, so, lass mich diesen Level noch beenden.
Ich habe Joanna Sisters durchgespielt. So, und das war's dann so in etwa. Also so stelle ich mir das vor, dass ich dann quasi noch auf dem Sterbebett den Laptop aufgeklappt habe, einen Livestream ins Internet pause. So, lasst mich noch einmal einen Level spielen. Und dann so die Schwester nebendran, Herr Ulbricht, Sie haben nicht mehr lange zu leben. Das interessiert mich nicht. Bumm, weg, tot. Und das im Livestream. Also so sehe ich mich noch kommen und dann habe ich vielleicht, wenn es so kommt, die Hälfte der Spiele vom C64 durchgespielt. Daran muss ich mich auch gewöhnen, dass ich nicht alles durchspielen kann, dass ich nicht alles spielen kann, dass es Spiele gibt in meinem Leben, die ich niemals spielen werde, weil ich einfach diese Zeit dazu nicht habe. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, da hätte ich viel, viel früher damit anfangen müssen. 2005, als YouTube gekommen wäre, da hätte ich damit anfangen müssen. Dann hätte ich vielleicht schon ein Viertel durch. Aber wie gesagt, und wie gesagt, da nur die C64-Spiele. Auch die Diskettenmagazine, außerdem wenn ich jeden Tag, gut, wenn ich jeden Tag immer nur ein Video hochlade, dann dauert das. Aber ich versuche dann immer so verschiedenste Spiele durchzufrühstücken. Das war auch so eine Idee, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, das wäre so mal eine Idee, wo ich mal eine Frage stellen könnte. Und zwar, ich mache ja jeden Tag was anderes. Sollen wir das eventuell so machen, dass ich sage, eine Woche lang oder ich versuche ein Spiel komplett durchzuspielen, dann kommt jeden Tag ein Part von dem Spiel, dann gehe ich zum nächsten Spiel und spiele das durch, dann komme ich zum nächsten Spiel und spiele das durch. Und wie gesagt, mittwochs und donnerstags können wir ja belassen bei The Games from Discmac und The World of Discmac, oder wir können auch das abschaffen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber wäre. So habe ich zwar, sage ich jetzt mal, mehr Auswahl, aber ja, es dauert immer eine Woche, bis sie das weitersehen können. Auf der anderen Seite, früher war das so gewesen, dass von der Serie immer eine Woche, einmal in der Woche eine Folge kam. Das ist ja heute bei Amazon und bei Disney Plus und so genauso, dass einmal in der Woche ein neuer Part, also eine neue Folge von einer Serie kommt. Können wir ja mal entscheiden. Wenn ihr aber sagt, du, pass auf, Patrick, wir machen das so, dass du jeden Tag das eine, nur mal als Beispiel, ich mache diese Woche das MZ3 komplett. Und wenn ich es diese Woche nicht durchschaffe, nächste Woche noch weiter. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sowieso immer auf eure Kommentare, weil ich dann sehe, dass ich irgendwo was richtig gemacht habe. Ich habe auch Fehler gemacht, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe ja 2 Videos gelöscht, kann ich so nebenbei auch mal erwähnen. Die Leute, die die Videos mitbekommen haben, die Leute, die sich über diese Videos aufgeregt haben, ich kenne das Wort nicht. Schreibt immer garantiert in die Kommentare. Ich habe ja das mit dem Komma und Punkt, habe ich ja gestanden, ja, das hat doch irgendeinen Begriff, das ist doch irgendwie, wie heißt denn das wieder? Und da hat man es mir in die Kommentare geschrieben, ich sah so zu Hause, natürlich, Intervention, glaube ich, war es gewesen. Alter, ich kenne das Wort schon wieder nicht. Ich habe es gelesen, habe gesagt, das ist es. Verdammt, jetzt google ich es. Habe ich die Schnauze voll, Alter. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich jedes Mal vergesse, wie dieses scheiß Wort heißt. Punkt und Komma. Wie heißt denn das? Interpunktion? Satzzeichen? Genau. Fangen wir mal mit dem Satzzeichen an, da haben wir es auf Deutsch. Und das Ganze heißt Interpunktion. Ich glaube, das heißt Interpunktion. Ist auch Interpunktion. Interpunktion. Ich komme mir so blöd vor. Zeichenansatzung. Ach ja, genau. Meine Fresse. Ja, das Setzen von Satzzeichen, das ist in der Punktion genau richtig. Himmel, Herrgott, Arschenzwirn, dass mir dieses Wort immer wieder entfällt. Mann, ich komme richtig blöde vor. Ja, gut, wenn man niemanden hat, mit dem man reden kann, keine intellektuellen Leute, dann kann sowas schon mal passieren, dass man sowas vergisst. Und ich benutze ja so ein Wort wie in der Punktion, benutze ich ja in der Regel eigentlich nie. Selten. Eigentlich gar nicht. Ich habe ja auch ein neues Wort genannt, Primstens, das ist
die Erweiterung von Prima. Es gibt Prima und was die Ersteigerung von Prima ist, Primstens. Ich habe das nachgegoogelt, Leute. Deshalb weiß ich das. Das wird auch noch in einem Video kommen. Das wusste ich auch nicht. Es gibt Wörter, die kenne ich nicht. Ja, jedenfalls, ich freue mich. Wie gesagt, C64 soll auch hauptsächlich mein Schwerpunkt sein. Aber wie gesagt, ich habe ja noch andere Konsolen. Das Problem bei anderen Konsolen ist halt immer, dass YouTube immer wieder gerne mal die Prügel rausschmeißt wegen Copyright-Verletzung oder Urheberrecht wegen Musik, die im Hintergrund läuft. Ich könnte zum Beispiel kein GTA San Andreas spielen oder kein GTA Vice City spielen. Dann würde ich ja nur an einer Tour die Prügel rausgeschmissen bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne hättet, weil ich muss mich auch ein bisschen an euch wenden. Ich habe mir außerdem bei GOG.com jetzt habe ich meine Battle Isle Serie vervollständigt. Ich habe auch jetzt der Andosia War habe ich mir jetzt runtergeladen, was eigentlich irgendwo Quatsch ist, weil ich habe die deutsche Version ja auf CD. Da werde ich noch ein PC, da werde ich ja noch ein Dings dazu machen. Einen PC aufsetzen. Ich meine, ich habe ja hier den PCEM. Ich werde mir nochmal einen extra PC aufsetzen mit Windows 95. Ich werde mir einen PC aufsetzen mit MS-DOS. Obwohl, das brauche ich eigentlich nicht. Dafür habe ich die DOS-Box. Ich werde mir aber noch einen PC aufsetzen mit Windows XP bzw. Windows 2000 oder Windows ME. Das ist sicher. Übrigens, jetzt habe ich vergessen, wer mir das im Livestream gefragt hat. Ich bin im Livestream gefragt worden, ob bei mir das Battle Isle, wie heißt das wieder, Incubation funktioniert. Nein, das Spiel lässt sich bei mir nicht starten. Es startet nicht. Ich habe auch alles versucht. Ich habe versucht, ich habe zwei Versionen. Einmal die Version, die über GOG Galaxy läuft. Die startet nicht. Und ich habe eine Version, man kann ja zweimal, wenn man bei GOG sich ein Spiel kauft, kann man das zweimal runterladen. Einmal über die Galaxy und einmal über so, dass es offline gespielt werden kann. Ich habe das sogar offline gespielt. Ich habe das sogar runtergeladen, dass man es offline spielt, ohne GOG Galaxy. Ich habe, bevor ich die Installation gemacht habe, den Kompatibilitätsmodus auf Windows XP Service Pack 3 gestellt. Ich habe das Ding mit Administrator gestartet und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich versuche momentan die ganzen Kompatibilitätsmodis durch. Unter anderem auch Windows 95, Windows 98. Wir gucken mal, was funktioniert, ob etwas funktioniert. Und installieren lässt sich das Spiel. Nur starten. Jetzt ist auch in meiner Taskleiste, dass es gestartet ist. Das ist ja das Geile. Wenn ich einen Taskmanager aufmache, ist das Spiel an. Ich kann aber auf das Spiel nicht zugreifen. Das ist das einzige Spiel, das nicht funktioniert. Der Andoria War funktioniert, der Andosia War funktioniert, dann Battle Isle 3 funktioniert, jetzt auch mit deutschen Videos, weil ich habe nämlich, was ist denn die CD jetzt schon wieder? Ich habe nämlich eine CD, jetzt ist die CD nicht da, das ist relativ blöde, wenn man dann sowas zeigen will und sie ist nicht da. Ich habe die zwei CDs mit der deutschen Ausgabe, von Battle Isle 3. Ich meine, ich habe ja schon mal das Intro gemacht und habe ja auch schon es angespielt in der ersten Mission. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ganz einfach, ich bin in den GOG-Ordner gegangen, wo die Videosequenzen drin sind. Die sind unter Data, gibt es diese Videosequenzen, unter AVI, und habe alle Videosequenzen rüberkopiert von meinen CDs nach darüber. Das bedeutet also, das Intro und die ganzen Zwischenvideosequenzen sind alle in Deutsch. Die Menüführung ist in Englisch und wenn was geschrieben steht, steht in Englisch da. Ein klarer Fall, das kann ich auch nicht auf Deutsch umsetzen, es sei denn, ich wüsste, wo ich diese Datei umsetzen kann. Für mich war aber wichtig, dass die Videosequenzen in Deutsch sind. Und das sind sie jetzt. Ja, also die Videosequenzen kann man austauschen, das finde ich ganz nice und das finde ich ganz toll. Ich habe ja auch den Daedalus Encounter, kann ich auch ein bisschen erzählen. Den Daedalus Encounter habe ich ja gespielt gehabt damals. Und das Problem, und das lag aber an diesen Videosequenzen, ist, wenn die Videosequenzen gelaufen sind, die Tonspur war asynchron zur Videospur. Ich weiß nicht, ob das generell so war oder ob das nur in der Version war, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob das in der Mac-Version synchron ist. Ich weiß auch nicht, ob das in der englischen Version synchron ist. Ich weiß nur, dass es in meiner deutschen Version asynchron war. Ja, gut. Das dazu. Ja, dann habe ich jetzt schon wieder fast 30 Minuten gelabert. Ihr habt ein paar Informationen bekommen.
Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Amiga, ich noch etwas vorneweg. Ich habe ja gesagt gehabt, Amiga ist nicht meins. Amiga habe ich mir eigentlich nur gekauft aus nostalgischen Gründen, weil ich, als ich bei meiner Schwester gezogen bin, 1990, 1991, die hat eine Amiga 500 gehabt mit, wir haben es damals genannt, das Panzerspiel. Heute weiß ich, dass es Firepower heißt. Sie hatte Firepower gehabt, sie hatte Spy vs. Spy gehabt, sie hatte Pinball Wizard gehabt und Creamy, also sie hatte ja die Startdisketten gehabt, die dazu gehört. Sie hat den Erdkundekursus gehabt, den Englischkursus. Und Capone hat sie gehabt, Mousetrap hat sie gehabt, und ich habe da mich tierisch gefreut, dass ich diese Spiele spielen konnte, und das war auch ganz nice, weil ich habe immer gerne am Computer gesessen. Und das Schöne ist, als ich später dann genug Geld hatte, habe ich mir trotzdem einen C64 wieder geholt, weil das halt mein Computer ist, mit dem ich sau gerne arbeite. So. Deshalb, nicht böse gemeint, ich arbeite lieber am C64, deshalb wird es auch mehr C64-Videos geben als Amiga-Videos. Und ja, jetzt danke ich euch aber fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Habt einen schönen Feiertag. Ruht euch aus, wenn ihr nicht arbeiten müsst. Und an alle, die arbeiten müssen an ihrem Feiertag, haltet durch. Auch ihr werdet mal einen Feiertag frei haben. Bis dann, euer Paddy Patrol. Bye, bye.